Hallihallo, heute schauen wir uns mal Stolen Range an. Voreinstellungen kann man außerhalb des Spiels machen, im Spiel ist es ein bisschen arm. Aber wir starten einfach mal. Sieht noch nicht so gut aus, aber eigentlich sollte man hier auch andere Sachen machen als Ego-Shooter-mäßig rumrennen. Werkzeug brauchen wir, um das zu reparieren. Da haben wir was. So, den Hasen präparieren mit Prepare the Rabbit. Und mit was? Bestimmt das Messer. Und das hingefeuert. Versuchen wir mal das Campfire an den Hasen zu kommen. Eine schräge Story. Passend zur Grafik. Nutze ich das? Okay.
und die Gegner auch nicht. Nachladen gibt's vermutlich auch nicht, da wir 67 Schuss haben, komplett in der Shotgun drin. Das eigentliche Spiel. So, und jetzt tun wir den Roboter. Haben wir ihn sicher gemacht oder was? Das ist cool gemacht.
ist nur die Maps, ne? Boss Alert, Boss Alert. Kein Boss Alert. Ja, wir reparieren mir den Energiekern. Oh, auf dem Truck ist was. Für heutige Qualitätsstandard ist das Ganze. Die Idee ist ganz nett gemacht. Da ist hier ein bisschen Detailliebe. Das ist nur so hingeklatscht. So, reparieren wir den Auto mit drei Brettern und Nägeln. Und wo ist das letzte Brett? Gibt's keins mehr. Hm, doch, da. Die Qualität ist nicht sehr hoch hier. Aber hier gibt es bestimmt einen Energiekern. Ob das gut geht. Bestimmt ein Tutorial auch noch. Thank you.
Also so Open World mäßig, Fahrzeug zum Sammeln von den Sachen für seinen Roboter. Hat auf jeden Fall was. Aber es sieht aus, wie es aussieht. Thank you.
Aber ich denke, jetzt habt ihr ein bisschen was von dem Spiel gesehen. Mein Fall ist es nicht. Das war Stone Rage. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.